hier ist alles gefroren, also wirklich komplett. Und ich bin gerade bei einem Gebüsch gelandet. Wie ihr seht, seht ihr nichts? Ja, meine Lupine ist alle. So, einen wunderschönen guten Morgen aus Bernau. Ich mache heute was, das ich eigentlich schon vor ein paar Wochen machen wollte. Und zwar fahre ich heute in Steppenwolf und ich habe jemanden Bekloppten gefunden, der den Scheiß befährt. Ist 10 Stunden gefahren. Ziemlich dumm, hat sich vom Perversen ansammeln lassen in der Bahn. 10 Stunden Bahn gefahren und wir aber nur ein Perverse für 10 Stunden Bahn. Ich finde die Quote relativ gut. Da bin ich Schlimmeres von der Deutschen Bahn gewöhnt. Manche würden mich ja schon für bekloppt erklären. Okay, Strecke gefunden. Manchmal ist es ja schon ziemlich verrückt, 200 Kilometer im Sommer zu fahren. Und welcher Idiot würde es im November, Dezember machen? Ich ja, und wie gesagt, allgemein ist es eine Strecke. Also wir haben heute ca. 200 Kilometer vor uns, davon 60 Kilometer Kopfsteinpflaster, 50 Kilometer Plattenwege. Und wir fahren halt von Bernau nach Angermünde und zurück und das wird eine ganze Menge Spaß. Das ist kalt. Wir sind direkt aus Bernau raus und direkt sind wir auf der Platte. Also es ist halt richtig schön hier, richtig angenehm. Und davon gibt es halt eine ganze Menge und das wird richtig geil. Und der Spaß geht gerade erst los, es ist alles vereist. Und ich fühle mich mega dumm, weil ich jetzt 200 Kilometer fahren möchte. Und auf jeden Fall, es ist überall heiß, es ist auf jeden Fall kein Steppenwolf, es ist ein Eiswolf. Tempo ist mega slow. Ich glaube, wir brauchen mehr als 11 Stunden. Glückwunsch, wir haben uns verfahren. Vorteil, dass wir den Bums jetzt fahren. Wir haben keinen Schneesturm. Wir haben kein so mega krass Scheißwetter. Nachteil, der Boden ist halt einfach mal hart gefroren. Wir kommen sehr langsam voran. Alles gefroren, Pfützen, überall Wasser. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, was besser oder schlechter ist. Was ich halt auch mittlerweile richtig stabil finde, ist wie gesagt dieser fette Lenker. Der ist halt für diese Platten einfach mal richtig gemacht. Und das ist so meine persönliche Erkenntnis, seitdem ich das M83 habe. Bin vorher immer Rennradlenker gefahren und muss echt sagen, dass ich halt mit dem Fahrrad, dem Lenkertyp, viel mehr Vorteile habe als mit so einem Rennradlenker, egal wie geil der ist. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich führe jetzt Lippenbewegungen durch und wir legen da ein Overlay drüber. Es ist Schumpfilm. Okay. Also wir machen eine Frühstückspause. Ich habe mir ein kleines Brötchen geholt, nur eins. Und jetzt ist Wetter. Wir haben jetzt den ersten richtigen Kopfsteinpflasterabschnitt. War mega viel Spaß. Ich zumindest. Und es ruckelt. Einfach mal mit 30 km/h bergab Kopfsteinpflaster. Wir sind gerade mitten auf dem Track vom Steppenwolf, Kopfsteinpflaster und hier sind überall Wildschweintore. Das coole ist, da ist ein Tor, das Ding ist mittlerweile zugefroren und jetzt gibt es hier geile Kletter-Action. Erledigt! Schreibt doch mal in die Kommentare, ob wir uns dumm anstellen oder ob das einfach festgerottet ist. Ja, hast du es? Danke, ja. Hast du denn? Gut. Hatte? Das sind ja, hier ist ja das Stacheldrahtzeug oben drauf. Muss ja aufpassen. Also bei man könnte jetzt so im Schritt hängen bleiben. Bei deiner Größe ist das schon gefährlich. Ja. Ich lass mal an. Der beste Untergrund überhaupt.
Richtig schönes DDR-Kopfsteinpflaster. Ich mag's. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr euer Fahrrad fotografieren wollt und es kippt um? Ich kenne das leider schon zu Genüge. Pro-Tipp, habt ein zweites Schaltauge dabei. Fun Fact, Patrick war vor wie vielen Monaten warst du am Nordkap? Ende, 1. September oder so war ich oben. Oder Ende August. Da kam auch nicht weg, musste gerettet werden. Video kommt am 18. Dezember, an meinem Geburtstag. Guckt euch das an. Siehst du, ich habe auch eine Fake-Drohne. Oh, für alle, denen der Bums jetzt langweilig ist, da kommt ein Brett. Da geht's jetzt hoch. Es ist halt mega steil, mega viel Spaß. Ich weiß gar nicht, warum ich mittlerweile Berge so sehr mag. Berg in Brandenburg. Aber ja, wir haben Spaß. Patrick, hast du Spaß? Ja. Soweit ich weiß, wird das BAB nächstes Jahr wieder stattfinden. Und wer auch sowas hat oder bekloppt genug dafür ist, wird hier auf jeden Fall voll auf seine Kosten kommen. In wahlweise 140 und 200 Kilometern. Und steil? Ja, also viele von euch haben mich ja gefragt, ob das wirklich steil ist, ja. Schon wieder Kopfsteinpflaster, schön steil. Eigentlich macht es eine ganze Menge Spaß. Vorteil, in den Klamotten ist uns nicht kalt. Und wir kommen zwar langsam voran, aber ganz gut. Und da ist Holz. So, willkommen auf dem Cave. Das geht immer weiter bergauf. Das ist Untergrund. 2022, ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas nochmal im Dezember mache. Irgendwie komme ich immer darauf rum Ideen, wenn es andere nicht machen. Und wir haben immer noch Spaß und reden gerade über sehr viel Blödsinn. Mitten im Leben, Action und Gefahr. Ah, wie fahrt ihr so eine Rotze eigentlich? Tubeless oder mit Schlauch? Ich habe das M83 ja extra nochmal umgerissen auf Tubeless und komme damit wunderbar klar. Ich spüre die Vibrationen nicht so wirklich. Er liegt vielleicht auch an den fetten Reifen. Aber ich würde persönlich sowas nicht mehr mit Schlauch fahren. So, Kriegsteilchen. So, der rüttelige Part ist vorbei. Jetzt sind wir auf platten Wegen. Jetzt geht es weiter nach Angermünde und eigentlich ist der Untergrund wieder richtig entspannt. Mir macht das mega viel Spaß und endlich mal ein bisschen Abwechslung. Muss man eigentlich dumm sein, um sowas zu mögen? Und ganz ehrlich, ich will keinen Girona, ich will sowas. Wir sind in Angermünde, es ist kalt und ja, vielleicht haben wir geschafft, scheinbar. Fast. So, das war es auch schon wieder mit Angermünde. Wir haben uns gerade einen Kaffee geholt. Jetzt ist mir relativ frisch und jetzt kommt Sumpf, lange nichts und es wird noch ein langer Tag. In einem Song von den Apokalyptischen Reitern heißt es, es wird schlimmer als es ist. Auf jeden Fall. Irgendwie muss ich echt sagen, andere Leute wollen Girona. Grüße an Jakob. Und ich stehe voll auf platte Kopfsteinpflaster und freue mich hier in der Kälte.
Das Eis ist gebrochen. Wir streiten uns die ganze Zeit über Schaltungen, über die EK MA13, über die Schramm Force MA12, Shimano MA12 oder einfach mal, ich bin so ein absoluter Fan von 2x12. Ich brauche das irgendwie, weil mir fehlt der Widerstand. Ich weiß nicht, wie es bei EK ist, aber es ist für mich ein wichtiger Kritikpunkt, dass ich vorne zwei Fettmittel habe. Wie ist das bei euch? So, wir haben mittlerweile ca. 16 Uhr. Langsam wird es dunkel. Wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Auf jeden Fall haben wir irgendwie sehr viel Kopfsteinpflaster. Klar, 60 Meter. Finde es auch gar nicht schlimm. Vermisst die Plattenwege, aber ich glaube, wir kommen nachher zum Schluss. Und für die Strecke eigentlich wirklich angenehm. Auf jeden Fall ist es echt Zeit für das Licht langsam. Ich habe hier Lupine am Start und hier rockt halt alles. Also, wir sind jetzt gerade am Col de Libre oder Bruch. Hier sind ein paar Höhenmeter, aber man sieht es gerade gar nicht schlecht, weil es irgendwie so wackelig ist. Geht bergauf, aber es läuft ganz gut. Da ist Patrick und wir fahren noch ein paar Stunden weiter, also ca. 6 Stunden. So, YouTube wünscht sich ja mehr Interaktion für den Zuschauern. Und jetzt könnt ihr mir gerne sagen, ob ich dumm bin oder ob ich einfach nur unfähig bin, weil dieses Scheißding, also es ist das zweite heute, geht einfach nicht auf, es lässt sich nicht bewegen. Aufdrücken kannst du es natürlich nicht und Zaunaktion macht ja Spaß, also gehen wir jetzt erstmal bergsteigen. So, wir sind jetzt keine Ahnung wo, aber jetzt kommt ein böser, böser Anstieg. Ja, wie man sieht, das Ding ist verdammt steil. Aber ich habe gerade gemerkt, dass ich mega dumm bin. Ich habe mein Navi irgendwie die ganze Zeit auf Dauerbeleuchtung gehabt. Und jetzt noch 35% Akku, habe es jetzt aber gescheckt und das Ding ist mal runtergestellt. Und ja, 80 Kilometer noch. Ich weiß gerade gar nicht genau, wo ich bin, wo wir sind. Auf jeden Fall kommt jetzt ein Anstieg nach dem anderen. Eben ging es ordentlich bergab. Und jetzt geht es wieder bergauf. Nachtrag, wir sind in Oderberg. Ihr seht mich nicht, aber ich sehe euch. Ja, ist echt bergab und hier ist alles gefroren. Also wirklich komplett. Und ich bin gerade bei einem Gebüsch gelandet. Einfach mal geil. So, wir haben noch 70 Kilometer bis zum Start, bis zum Ziel. Und es ist halt richtig fett, ne? Diese Furchen, die sind alle gefroren. Da haben wir uns gerade durchgekämpft. Jetzt kommt eine Straße, endlich mal wieder ein bisschen Asphalt. Und ich hoffe mal, es geht jetzt ein bisschen schnell voran. Auf jeden Fall. So, jetzt wird es richtig lustig. Wie ihr seht, seht ihr nichts? Ja. Meine Lupine ist alle. Und wir stehen im Wald und haben 60 Kilometer. Jetzt wird es richtig spannend. Also, ich glaube, ihr seht echt nicht mehr so viel. Es ist mega creepy. Wir fahren hier mit zwei schlechten Lampen. Mit einer Sigma Auris, keine Ahnung, und einer Lupine Helmlampe. Über Kopfsteinpflaster bergauf. So, läuft. Oh, arschdunkel, wir sind in Delfino, haben das Schlimmste hinter uns. Hier ist das schlimmste Werk natürlich überhaupt nicht. Aber es ist geil, das Ding zu sehen. Und jetzt kommt noch ein bisschen Weg nach Hause, Platte, mal gucken. So, da kommt so ein kleiner weißer Punkt. Und er ist durch. Irgendwie gefühlt minus 3, minus 5 Grad, noch 55 Kilometer, das Schlimmste haben wir hinter uns. Markus vom Steppenwolf schreibt, es wird noch mental noch mal ein bisschen hart. Ich denke halt einfach mal, weil noch ganz viel Weg vor uns liegt und sich das Ganze ein bisschen ziehen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass wir halt auf den Plattenwegen, die vor Bernau sind, wieder in die Stadt reinfahren. Also Dinge, die ich heute gelernt habe, bereite dich auf Dinge vor, die nicht passieren können. Nimm vielleicht eine Powerbank mit, auch wenn du sie nicht brauchst, bei 200 Kilometer im Dezember. Guck, dass dein Licht hält, voll ist,
check dein Navi, ob es auf automatische Beleuchtung steht. Check einfach alles, auch wenn es eigentlich passen müsste. Irgendwie das schlimmste Szenario für mich ist mir nicht weh zu tun, sondern ist eigentlich wirklich ganz ehrlich der Verlust von Strom. Es ist für mich das schlimmste Szenario überhaupt. Apropos hinfallen. Es ist halt doch ein bisschen glatt hier. So, wir haben noch etwa circa 35 Meter nach Benau. Die Sirenen, die Windkraftanlagen, die heulen alle. Endlich Plattenwege. So, kleines Update aus dem Darkroom. Wir haben noch circa 16 Kilometer nach Benau. Also fast da. War eigentlich ein Ampel für sich mit nicht geplanten Dingen. Also Lupine. Ich habe irgendwie mit meinem Fernlicht richtig rumgeaßt und dumm gelaufen, aber wieder was gelernt. Und wir sehen uns demnächst. Ciao! Yes, wir sind jetzt wieder in Benau und treffen uns gleich mit dem Steppenwolf. Ist dann nochmal so ein Nacht-Extra-Highlight. Hey.